ich habe keinen Bock mehr Single zu sein, weil ich endlich meine Pornosammlung loswerden will. Charmante Begleitung. Ich möchte nicht alleine guten Tag sagen, sondern mit Jo, mit Eva an meiner Seite. Und zwar guten Tag und herzlich willkommen nach wie vor natürlich in Riva am Gardasee. Dumm wären wir, wenn wir dieses wunderbare Areal jetzt schon verlassen würden. Ganz im Gegenteil, wir denken nicht dran, wir pfeifen drauf und bleiben noch hier und machen uns noch eine schöne Zeit bei unseren Sommer-Specials. Immerhin sind wir extra nach Italien gereist, nicht nur um gut zu essen und um es uns gut gehen zu lassen, sondern auch um der Liebe zu frönen. Und nicht jeder hat das Glück, gleich einen Partner an der Hand zu haben. Eva und Jo zum Beispiel sind momentan gerade Singles und kommen heute in die Sendung, um einfach dem Titel gerecht zu werden. Nie mehr Single, das heißt, sie möchten ihrem Single-Dasein ein Ende bereiten. Und wir haben für jeden von den beiden je 5 Kandidaten eingeladen, die auch Solo sind und eventuell als Traumpartner in Betracht kommen können. Ihr könnt das selber gleich prüfen in verschiedenen Spielrunden, die wir vorbereitet haben, wo eben die Kandidaten auf Geschicklichkeit, aber auch Eigenschaften, Charakter, Humor, Schlagfertigkeit und so getestet werden. Du bist ja Zauberer, wirst uns heute noch verzaubern. Also wahrscheinlich erstmal die Damen, die gleich auf die Bühne kommen werden, aber nicht nur die Damen, die Kandidatinnen für dich, Jo, sondern auch die Herren, die Kandidaten für Eva. Und da macht den Anfang mit der Nummer 1, Cihan. Nummer 3, Gero. Nummer 4, Sabine. Oi, 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 Nummer 5, Angelo. Nummer 8 ist wieder eine Kandidatin, Elisabeth. Nummer 9 trägt Dominik. Mit der Nummer 10 haben wir noch eine Kandidatin für Jo, das ist Mareike. Also ich bin auch gleich jetzt hier so ein bisschen ins Tanzen gekommen, aber kein Wunder bei dem Song, von dem könnten Sie übrigens noch ein bisschen mehr hören heute. Und ich darf jetzt stellvertretend für Jo und für Eva einfach mal unseren Kandidaten, übrigens generell mal herzlich willkommen hier oben bei uns auf der Bühne, ein bisschen auch, so ein bisschen auch auf den Zahn fühlen und nachfragen, dass ihr euch auch selber vorstellt. Das wäre mir eigentlich sehr, sehr recht. Also, ich bin Dominik. Mein Name ist DJ Pussy Lover. Pussy Lover? Ja. Peter Schulz, was gibt es dir zu sagen? Ja, ich bin Peter, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus einer ganz kleinen Stadt und ich würde gerne TV-Moderator werden. Angelo, bitteschön. Ich bin Angelo, ich bin 22 Jahre alt und ich will kein Single mehr sein, weil ich wissen will, ob mein Single-Dasein doch geil ist. Gero, bitteschön, schön auf. Servus, ich bin der Gero, ich bin 19 Jahre alt, mache nächstes Jahr mein Abi und ich habe keinen Bock mehr Single zu sein, weil ich endlich meine Pornosammlung loswerden will. Gero, oi, 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 oi. Na? Aber hier sehr offen, ehrlich und direkt die jungen Männer, wie wir es gerne haben, wir Frauen von heute. Cihan, ich hoffe, du bist genauso.
So ungefähr, ja. Ich bin der Gian und ja, ich möchte nicht mehr Single sein, weil ich finde 4 Airbags besser als 2. Mareike, bitte erzähl uns doch was. Hallo, ich bin die Mareike, ich bin 23 Jahre alt und ich möchte kein Single mehr sein, weil ich lieber einen ganzen Lover habe als 4 Viertel. Einen Mann, den sie mit Haut und Haaren auffressen würde, das höre ich daraus. Jo, pass auf. Sabine, sei so lieb, wie präsentierst du dich uns? Ja, hallo, ich bin die Sabine, bin 18 Jahre alt, tanze leidenschaftlich gerne. Ansonsten habe ich auch Seidenmalerei als Hobby, also sehr kreativ. Und ich möchte kein Single mehr sein, damit meine erotischen Träume endlich wahr werden. Naja, Jo, merke ich schon, fängt an hier zu kichern und freut sich auf den heutigen Abend. Shirin, was hättest du denn zu bieten, wenn du dich jetzt vorstellst? Ja, also ich heiße Shirin, wie die Schokolade Mon Cheri. Und ich bin 17 Jahre alt, gehe noch zur Schule und ich möchte nicht mehr Single sein, weil ich auch mal vernascht werden möchte. Elisabeth, also lieb, sag auch ein bisschen was deine Person betreffen, damit Jo dich besser kennenlernen kann. Hallo, ich bin die Elli, ich bin 22 Jahre alt, bin Schülerin, bin halb Italienerin, halb Japanerin und ich möchte nie wieder Single sein, weil ich nie wieder allein nachts ins Bett gehen möchte. Die Mädels auch, muss ich sagen, sehr direkt. Ja, die Zeichen, wo die Mädels eher so zurückhaltend waren, sind anscheinend auch vorüber. Jo muss sich da auf einiges gefasst machen. Und zwar auf einiges gefasst machen, auch wenn Mareike jetzt gleich sich vorstellt. Und zwar stell dir mal vor. Hallo, ich bin die Mareike, bin 22 Jahre alt und ich möchte nie wieder Single sein, damit ich mal wieder einen Mann in Ketten legen kann. Bevor wir aber zu den Ketten kommen, Mareike, glaube ich, wirst du erstmal die Ketten sprengen, die Ketten, die dich da jetzt gerade noch umhüllen, sprich die Kleidung. Bist du Polizistin vom Beruf? Nein, ich bin keine Polizistin. Also, da muss eigentlich diese Uniform ausgezogen werden, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Bitte schön, Mareike. Mareike macht Gogo-Tanz. Kein Wunder, dass es jetzt so perfekt aussah. Ich habe gerade noch so versucht mit einzubauen. Mareike ist auch Gogo-Tänzerin, weiß deswegen, wie sie sich auch leicht bekleidet, allerbestens auf der Bühne zu präsentieren hat. Aber nichtsdestotrotz muss jetzt einer von jeder Gruppe schon ausscheiden. Das war schon die erste Runde, die erste Kennenlernrunde. Und ich hoffe, Eva und Jo, ihr habt eure Entscheidung getroffen. Kommt mal ruhig ein bisschen näher zu mir, an meine gute Seite. Denn ihr könnt gleich einem jungen Mann ins Ohr flüstern, welcher der Kandidaten bei den Damen bzw. bei den Herren ausscheidet. Und dieses Urteil vollstrecken wird, wie es sein muss, unser Vollstrecker. Lass mich leben. Ich bin ja diejenige, die auf der Bühne dafür sorgen muss, dass es mit der Sendung weitergeht. Du kannst gleich dein Urteil vollstrecken, wenn Eva dir ins Ohr flüstert, wen sie hier nicht mehr sehen möchte. Leider, ich muss. Nummer. Der Vollstrecker auf der Suche nach dem Ort. Kann so hart sein. Ja, vor allen Dingen bist du jetzt auch gleich derjenige, der ein Urteil aussprechen muss. Und ich fürchte, der Vollstrecker ist auch bei den Damen genauso unerbittlich und wird sie ins Wasser befördern. Also sag auch ihm bitte schön ins Ohr erstmal, welche Nummer, welche Dame jetzt in dieser Runde ausgeschieden ist. Also es fällt mir nicht leicht, aber leider. Thank you.
diese Szenen, oh mein Gott, hier in Riva am Gardasee. Es tut mir furchtbar leid, aber wenigstens ist es schön, schön warm und deswegen im Wasser hoffentlich nicht ganz so kalt. Gut, ihr seid unerbittlich, der Vollstrecker sowieso. Ich muss es dann auch sein, denn schlussendlich kann auf jeder Seite natürlich immer nur ein potenzieller Traumpartner übrig bleiben, mit dem das Traumpärchen des Jahres, das Arabella-Traumpärchen des Jahres, dann auf eine Reise geht. Wir werden gleich gucken, wer jetzt noch ausscheidet, wer schlussendlich überbleibt. In den nächsten Runden, die viel Geschicklichkeit, Humor und Schlagfertigkeit erfordern. Ich hoffe, Sie bleiben dran und wir sehen uns gleich wieder bei Arabella. Auch du, Arabella, danke. Wir haben uns heute am Gardasee eingefunden, um einsame Herzen endlich zu verkuppeln und dem Single-Dasein ein Ende zu bereiten bei Eva und bei Joe. Nie mehr Single heißt unsere Sendung heute und wir haben eingeladen, jetzt sind es nur noch 4 Männer und 4 Frauen, die sich darum bemühen, die Gunst meiner, sag ich jetzt mal, Talk-Gäste heute zu erwerben. 2 sind leider schon baden gegangen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mittels des Vollstreckers, der eine Frau und einen jungen Mann schon mal ins Wasser des Gardasees befördert hat. Nichtsdestotrotz, noch damit Sie erstmal noch ein bisschen näher kennenlernen, Eva und Jo, gibt es jetzt einen Zaubertrick von Jo. Der ist ja seinem Hobby entsprechend Zauberlehrling und hofft bald Zaubermeister zu werden. Und ich glaube, Eva muss da jetzt noch ein bisschen assistieren, erstmal noch ein bisschen kettend, also lieb Eva, leg doch mal Hand an, das ist an dieser Stelle dann durchaus auch erlaubt. Denn es hat anscheinend etwas mit einer Entfesselungsnummer auch zu tun. Wenn jetzt gleich im wahrsten Sinne des Wortes auch Jo die Hände und, wie ich gerade sehen kann, auch der Hals so ein bisschen, also die Hände gebunden werden und der Hals so ein bisschen zugeschnürt. Aber was ein richtiger Mann ist, dem macht das nichts aus. Jo, da verspürst du schon Schmerzen. Genau, es ist herrlich. Du stehst auf Schmerzen. Natürlich. Dann war Mareike vorher vielleicht gar nicht so verkehrt, als sie gesagt hat, sie würde dir gerne die Ketten anlegen. Gut, was haben wir jetzt zu tun? Kannst du noch sprechen? Ja. Eure Aufgabe ist es jetzt einfach, den Vorhang, wenn ich hochrufe, ganz hochzuheben und wenn ich wieder runterrufe, runterzulassen. Ganz einfach. Das schaffen wir, Eva. Also ich greife hier schon mal nach dem Vorhang, ganz nach oben. Hey! Aha. Jetzt war ich so neugierig, ich habe gedacht, ich kann da oben mal drüber gucken, aber ich habe nichts mitgekriegt. Wahnsinn, und immer noch verbunden. Entschuldige, ich wollte nur überprüfen, ob es wirklich noch fest sitzt. Da habe ich dich jetzt gerade ein bisschen gewürgt. Jo, entschuldige, aber das war einfach umzusehen, dass es kein Trick ist, wobei es muss ja ein Trick sein. Arabella, könntest du mich entfesseln? Nein, er bleibt so. Ich bin dafür, dass er so bleibt. Und vielleicht lassen wir das gleich eine deiner Kandidatinnen machen. Dann habt ihr auch gleich den ersten Körperkontakt. Denn wer jetzt zu uns auf die Bühne kommt, das sind erstmal, glaube ich, die Herren, die versuchen, auf ganz besondere Art und Weise bei Eva zu punkten. Sie haben die Pause nämlich auch genutzt, um sich verzaubern zu lassen, und zwar in eine ganz beeindruckende Erscheinung. Wir haben nämlich wirklich also alles aufgefahren und aufgeboten, um hier am Gardasee in Riva voll auftrumpfen zu können. Es ist uns gelungen, einen ganz besonderen Gast hierher einzuladen, den Meister höchstpersönlich, Gildo Horn, allerdings nicht nur einmal, sondern 2, 3, 4-mal. Meister, komme zu uns! Und wir haben euch lieb.
lieb, beziehungsweise Eva hat euch lieb, aber auch da kann es bei aller guten Performance natürlich dann nur einen geben, der ausscheidet, und drei, die weiterkommen. Aber bevor wir zu der Wertung kommen, würde ich sagen, holen wir die Damen, wo sind die abgeblieben? Jo, fordert natürlich, dass er immer her damit. Immer her damit, es sind ja auch bei dir jetzt noch vier, aber auch sie sehen plötzlich ganz anders aus. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Fernsehserie, in der gewisse eindeutige Tatsachen immer gezeigt werden, also weit mehr als sie jetzt gerade bei mir sehen, vor allen Dingen die Haarfarbe ist dann auch ein bisschen anders, aber wie sie gleich feststellen werden, kann man da ruhig ein bisschen tricksen. Bitteschön. Together. I'll be the bread, you'll be the butter, underneath the covers. Take it up another notch, let me see how you stack them up with me and the guy. One shot, should hit that pop like one. Come baby, come baby, baby, come, come. You thought I was a sleeper, oh let me see now. You got the fever, in trance I'm the only one. 9-7 in the mix and it's just begun. Cause if you're going down like this, that's the rhymes on the stairs and you can't resist. So baby, when I flex see you on the real, let me know where my flow be set. Der Meister und Pamela Anderson, das ist, glaube ich, eine Kombination, die wir uns eigentlich patentieren lassen sollten, oder? Sowas gibt es nur bei uns hier bei Arabella, und zwar in Riva am Gardasee. Wobei die Damen auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Jenny Elvers nicht abstreiten können. Ja gut, aber ich meine, da könnte man anfangen zu streiten, aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht streiten, wir müssen uns allerdings jetzt wieder trennen. Trennen von je einer Pam und von je einem Meister. Und wer dann natürlich auch vonnöten ist hier auf der Bühne, ganz klar, ist der Mann, der das Urteil, eure Entscheidung, vollstreckt. Der Vollstrecker. Okay, Vollstrecker ist hier auf der Bühne, das heißt erstmal, glaube ich, ist Eva dran, ihm jetzt wieder ihre Entscheidung, ihr Urteil ins Ohr zu flüstern. Nicht so einfach, sie guckt gerade nochmal, um sich die Entscheidung zu erleichtern, aber... Die Würfe sind gefallen. Begründung, warum musste denn gerade der junge Mann dran glauben? Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, und die anderen waren so witzig, einer musste dran glauben. Okay, also ich meine, das ist natürlich, geht jetzt Jo nicht anders, auch er muss sich wahrscheinlich schweren Herzens von einer Pamela trennen, so wie ich Männer einschätze, hätten die ja liebend gern alle wahrscheinlich um sich herum geschaut, aber es werden immer weniger im Laufe der Sendung, jetzt muss wieder einer dran glauben. Sag dem Vollstrecker deine Entscheidung. Okay.
heute bin ich wahrlich dankbar, dass ich den Job hier oben auf der Bühne habe und hoffentlich am Ende der Sendung nicht dran glauben muss. Aber das weiß man nie so genau. Meine Lieben, kommt rück hier zu mir an meine Seite. Ihr müsst aber gleich auch wieder, euer Blick fällt ganz genau auf die potenziellen Kandidaten, Traumpartner auch richten. Jetzt sind es nur noch 6. 3 für Jo zur Auswahl, 3 für Eva. Und gerade die Männer, glaube ich, sind jetzt erstmal gefordert, wenn es heißt, Jungs, schwingt schon eurer Verkleidung entsprechend als Meister Gildo Horn auch mal das Tanzbein. Welche Musik da allerdings auf euch zukommt, vielleicht ist es ja wirklich Ballett, weiß ich noch nicht. Ihr hoffentlich auch nicht. Bitteschön. Leichte Anlaufschwierigkeiten für Angelo. Ich habe gerade noch versucht, ihm so ein bisschen Ballettunterricht mit auf den Weg zu geben, aber ich war selber nur ein Jahr mal im Ballett und ich habe es auch nicht so gut geknissen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen seien Sie froh, dass Sie das gerade jetzt hoffentlich nicht gesehen haben. Aber die Damen können jetzt wieder einiges wettmachen, denn auch die Damen müssen tanzen. Obwohl tanzen, glaube ich, kann man das eigentlich gar nicht so wirklich nennen. Es ist eher eine Art auf sich draufhauen. In Bayern sagt man dazu Schubladl. Ausgesprochen für die Damen, Schuhplatteln an und für sich, vielleicht für Nicht-Bayern sowieso schon nicht ganz einfach auf die Bühne hier zu bringen, aber dann noch mit den Absätzen teilweise wirklich Knöchelbruch gefährdend. Deswegen, ich bin froh, dass es gut gegangen ist, dass ihr nichts getan habt. Noch nichts getan habt, denn gleich muss wieder eine dran glauben, ja, eine dran glauben und sich von uns hier auf der Bühne verabschieden und in die Fluten des Gardasees baden gehen. Unfreiwillig, denn der Vollstrecker ist unerbittlich. Ja, deine Wahl hast du getroffen, bitteschön. Wohl überlegt, denn immerhin könnte es sein, dass du mit dem Mann, der am Ende übrig bleibt, eine Woche nach Fuerteventura fliegen muss und dann das Beste natürlich aus der Woche machen. Die Entscheidung fällt mir wirklich schwer, aber einer muss gehen. Und Rache angedroht, aber wir haben ja zum Glück den Vollstrecker, Eva, der wird uns schon noch hier, glaube ich, beschützen auf der Bühne, also ich hoffe es zumindest. Aber auch Jo muss sich jetzt in die Nesseln setzen und einer Dame lebewohl sagen. Deine Entscheidung hast du getroffen, Jo? Ja, Mädels, es tut mir wirklich leid, aber... Bitte, und den Hut setzen wir auch nochmal auf. Verzeih, Mareike. You're welcome.
Frau Mareike hat sich in Würde von uns verabschiedet, ist einfach sitzen geblieben. Das stimmt. Und deswegen vielleicht nicht ganz so nass geworden. Aber ich muss doch gleich mal nachfragen, warum sind zwei so hübsche Menschengattungen hier auf der Bühne eigentlich heute Single? Ich meine, ich glaube... Weil ich Eva bis heute noch nicht kennengelernt habe. Oh, jetzt machen wir nicht alles kaputt hier auf der Bühne. Ich glaube, Eva, du warst ja eigentlich in festen Händen bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich war 4 Jahre eigentlich in festen Händen und ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich meinen Traummann nicht und wenn ich nach einem greife, dann ist es der falsche. Ich glaube, deine letzte Beziehung ist ja auch zwar jetzt nicht blutig zu Ende gegangen, aber doch ziemlich heftig auseinandergegangen. Sehr, sehr heftig, ja, sehr impulsiv. Also nach 3 Wochen hat er mir offenbart, dass er wohl noch eine andere im Auge hatte, ließ aber die Finger nicht von mir, egal was ich gesagt hatte, er ließ mich nicht in Ruhe. Und da musste ich Taten sprechen lassen statt Worte und knallte ihm in unserer Stammdiskothek doch einen Mohrenkopf mitten auf seinen Designeranzug. Seitdem hat er mich nie wieder angesprochen. Du willst auch nichts mehr von ihm. Nein, ich will es auch nicht. Okay, bist aber offen für was Neues. Jo, wie ging deine letzte Beziehung in die Brüche? Bist du schon seit längerer Zeit Single oder hast du es auch mal genießen können? Ich meine, du kannst jetzt ehrlich sein, Jo. Also seit 3 Monaten bin ich wieder Single, habe das nicht so sehr genossen, weil die letzte Beziehung ganz dramatisch zu Ende ging. Furchtbar dramatisch. Zu dramatisch, um da jetzt drüber zu sprechen. Hat sie dich verlassen oder was? Ja, leider. Und dir das Herz dabei gebrochen? Ja, und damals habe ich... Bist du so sensibel? Ja, ich kann ganz sensibel sein. Und damals habe ich zu sehr auf die äußeren Werte geachtet, deswegen jetzt zählen auch die inneren Werte für mich. Mhm. Weil ich habe nämlich vorher gerade, als Elisabeth die Erste war, die gegangen ist, ich habe gesagt, so ein hübsches Mädchen, warum ist sie gleich die Erste? Hast du gesagt, ich gucke jetzt eher wirklich auf die inneren Werte, einfach weil ich mir da schon einmal die Finger aufverbrannt genau. habe. Nicht so sehr auf die Äußerlichkeiten mehr gucke. Okay, dann lass mich gleich nochmal die inneren Werte überprüfen, bei den Herren wie auch bei den Damen. Angelo, wie ist das denn mit dir? Du bist ja eigentlich, allein vom Typ her würde ich sagen, nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit, oder? Schon einer, der als Dinge krachen hat lassen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich habe... viel Spaß gehabt in den letzten 2 Jahren. Ich habe jetzt seit 2 Jahren keine Beziehung mehr gehabt und habe so ein bisschen rumexperimentiert, mal dort, mal hier und habe meinen Spaß gehabt. Was dir vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, die Mädels kennenzulernen, sind die Haare, oder? Ich habe vorher nämlich schon nachgefragt, ob das auch falsche Haare sind wie bei mir. Nee, das sind echte. Alles echt gewachsen, inzwischen so ein bisschen verfilzt. Wie sich das gehört bei Dreadlocks. Gehört. Mhm. Du wirst ja auch des Öfteren mit jemandem verwechselt, nicht unbedingt mit Guido Horn, das vielleicht erst ab heute. Glück nicht. Sondern mit wem? Ja, ich wurde ziemlich oft mit Lenny Kravitz verwechselt. Oh. Und das Krasseste, was mir mal passiert ist, war vor 3 Jahren auf einem Konzert, da war ich mit meinen Freunden da. Und Lenny Kravitz ist dann irgendwie gegen Schluss des Konzerts von der Bühne in die Menge gestürmt und ist dann irgendwie da durchgelaufen. Und die kleinen Kiddies haben das nicht ganz mitgekriegt, dass der dann irgendwie im... Seitenausgang ist. Verschwunden und wollten von dir Autogramme haben. Ja, die kamen von der ganz anderen Seite angelaufen und kamen dann an mich an und haben mir die an den Haaren gezogen, meine Klamotten kaputt gerissen, bis er dann irgendwann an der Bühne wieder erschienen ist und sein Adieu gesagt hat. Ah, gut. Also Dominik wird wahrscheinlich nicht verwechselt, sondern einfach erkannt als DJ Pussy Lover, wenn ich mich recht erinnern kann. Genau. Aber gerade als DJ sagt man doch auch, wenn man so im Nachtleben arbeitet, dürfte es doch eigentlich nicht wirklich schwierig sein, Mädels kennenzulernen, oder? Du, ist jetzt nicht schwierig, aber es wird mit der Zeit langweilig. Du stehst da, die Groupies, in Anführungsstrichen, sitzen da, glotzen einen an und wollen einen entweder nur ins Bett ziehen oder sie finden es interessant, mit dem DJ zusammen zu sein. So sehe ich das nicht. Solche Frauen möchte ich gar nicht haben. Mhm. Also wenn langweilig. Eine richtige Beziehung, das wäre es. Wobei man sich dann natürlich auch ein bisschen Zeit geben muss, erstmal um sich näher kennenzulernen. Ja, natürlich, aber die Zeit die kann man sich ja nehmen. Ja, da würde eben auch der Urlaub passen, mal eine Woche fürs erste kennenlernen auf Fuerteventura. Ich frage schon in eine ganz bestimmte Richtung, auch bei den Damen. Denn eigentlich, glaube ich, Mareike, habe ich gerade mitgekriegt, warst du überzeugt, dass du in dieser Runde rausfliegen wirst? Warum denn das? Überzeugt? Ich habe das gerade so beobachtet, jetzt muss ich dran glauben. Nee, ich bin ja nur ein bisschen wasserscheu, ansonsten ist es nicht so schlimm. Aber ja, vielleicht der nächste Mal, vielleicht auch gar nicht, schauen wir einfach mal. Genau, also die natürlich übrig bleibt, die muss überhaupt nicht ins Wasser gehen. Nee. Wobei, glaube ich, Shirin, süßer Schokolade, wahrscheinlich das Bad im Wasser nichts ausmachen würde. Aber ich habe gerade mitgekriegt, Jo, eigentlich steht er schon so auf dich. Hast du's gehört? Ist das so süßer? Na doch, schöne Augen. Schöne Augen hat er. Gut, dann kannst du ihm gleich noch mal tiefer in die Augen blicken, denn wir haben gleich noch eine Runde, die alles Entscheidende, in der wir dann wissen, wer schlussendlich die beiden Traumpaare ausmacht und wo wir dann, da wird es ganz besonders spannend, auch entscheiden, in einer weiteren Spielrunde, welches Arabella-Traumpaar von beiden denn nun den Urlaub in Fuerteventura gewinnt. Gleich mehr dazu bei uns. Wie
diese Ole. Angelo, wie geht's dir jetzt? Was sagst du? Ja, ich bin glücklich. Guckst du dir an? Hast einen guten Griff getan. Ich hab einen guten Griff getan. Auf jeden Fall einen guten Griff getan. Demnächst bei Arabella. Sind wir auch schon wieder da, denn wir möchten ja endlich wissen, wer denn definitiv unser Traumpaar wird. Ja, auf jeden Fall wird es erstmal dann zwei Traumpaare geben. Eva wird sich noch jemanden aussuchen, unserer Kandidaten in der Sendung Nie mehr Single. Und Jo wird sich natürlich eine Partnerin aussuchen. Dann müssen die beiden noch gegeneinander antreten. Aber zuerst ermitteln wir erstmal, wie die beiden Traumpaare überhaupt aussehen in der Konstellation. Und dazu darf ich jetzt einfach die Herren mal bitten, nacheinander nach vorne zu treten, denn einer von beiden muss gehen und wir möchten entscheiden, wer gleich vom Vollstrecker wieder ins Wasser getragen wird. Wenn jetzt Dominik vielleicht den Anfang macht und sich unserer Gesangsdisziplin stellt. Da geht es darum, kann ich machen. Ich kann den Text zwar auch nicht, aber... Es geht um O Sole Mio. Ja, O Sole Mio. Aber du kannst den Text ja ablesen. Mio, Maria, Sole, Maria. Wo bist du denn überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Spaghetti, Nutella und sonst was. O Sole Mio. Ihr habt gehört, ich kann's nicht. Ich auch nicht. Und zusammen waren wir klasse. Aber Angelo wird gleich viel, viel besser Angelo machen. Angelo, vertret uns danke, würde. Dominik, bitte. Angelo wird rausreißen. Fare. Ja, einmal, wir waren falsch, glaube ich. Angelo, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, wir haben den falschen Einstieg gehabt. Dieses O Sole Mio, das haben wir überhaupt nicht gesungen. Das haben wir überhaupt nicht erwähnt. Wir sagen es jetzt nochmal, es war O Sole Mio, auch wenn Sie es nicht erkannt haben. Und wenn man die Dame so ansieht, glaube ich, ist es relativ egal, was dann an Wörtern rauskommt. Da entscheidet dann doch das Vortragen an und für sich. Dankeschön, Angelo. Gut. Aber bevor jetzt hier gleich es kein Halten mehr gibt bei Eva, muss erst nochmal Jo auch besungen werden. Mhm. Und die Damen, glaube ich, sind ebenfalls auch ein bisschen nervös. Da kann ich auch gerne unterstützen, aber ich möchte euch natürlich eigentlich den Vortritt lassen. Und zwar, Mareike, bist du die Erste? Ja. Ich glaube, ihr macht eindeutige Avancen im Sinne von Ti Amo. Du dachtest dich. Wo fangen wir an? Amo. Das heißt, ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem Ich liebe von 100 Mal dir? Amo, sagtest du das nur so, weil es dann gehört. Worte sind billig, sind manchmal so billig, man redet sich selber ein. Jetzt wärst du aber fast noch auf die Knie gefallen vor lauter Begeisterung. Aber jetzt habe ich es kapiert, wir hatten den Einstieg immer viel zu früh, man muss einfach das Entree lassen. Du hast es dann richtig gemacht. Ich war der Störenfried, entschuldige Mareike, deswegen sage ich ja, macht lieber euer Ding allein, ihr seid besser. Okay, Sherin, jetzt du nach vorne, du hast ja gemerkt, der Einstieg ein bisschen später. Du sagst es dich, Amor, das heißt, ich lieb dich so, was ist geblieben? Einlegen, dann geht das schon. Im Zweifelsfall, Sherin, immer Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo. Okay, also ich merke schon, ihr schmelzt, aber schmelzt nicht zu sehr, denn es geht immer noch darum, dass ihr nur je einen Kandidaten verabschiedet. Und da ist an dieser Stelle natürlich wieder der Mann.
der Mann gefragt und hier auf der Bühne gefordert, der einfach seinen Weg geht und wirklich fürs Aufräumen sorgt. Der Verstrecker. Na, es gibt jetzt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Männer, einer davon muss gehen. Nein, mein Herz weiß auch schon ganz genau, welcher bleiben soll. Okay, jetzt fällt es dir gar nicht mehr schwer. Dann bitte flüster es dem Vollstrecker zu. Satz jetzt ins Wasser gesprungen. Kannst du kurz begründen, wann vielleicht die Entscheidung feststand, Eva, dass es jetzt doch Angelo sein muss? Gleich zu Beginn war er schon einer der Favoriten oder jetzt gab es gerade den? Also dieser unglaubliche Charme jetzt zum Schluss hat mich einfach überzeugt. Ich konnte nicht anders. Ja, derjenige, der dich angefunden hat, da habe ich gemerkt, da hast du hier schon die Tränen dir aus dem Augen. Winkel, gewischt. So, Jo, aber auch bei dir, die Entscheidung wird jetzt gleich fallen. Sag bitte dem Vollstrecker ganz leise ins Ohr, bevor er nicht zu sehr wirkt. Welche Dame nicht dein Herzblatt ist? Nein, 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 um Gottes Willen! Aber er macht spannend! Es waren einmal 10 Kandidaten hier versammelt, jetzt sind es nur noch 2. Aber die, die jetzt da sind, sind auch eure Partner für unser Traumpaar-Spiel, das jetzt gleich kommt. Aber ich glaube, an dieser Stelle wollt ihr erstmal diesen Ballast loswerden. Genau. Uiuiui, da gibt es ja schon richtige, ja, gefährliche Küsse, würde ich jetzt schon mal sagen. Shirin, hast du irgendwie dir erhofft oder errechnet, erträumt, dass du es bist? Naja, also ich hätte es niemals gedacht, weil ich dachte eigentlich beim Pamela wäre ich längst draußen, weil ich nicht so aussehe. Also gedacht habe ich auf gar keinen Fall, aber ich freue mich. Super, bist bestens gerüstet jetzt für die Traumpaar-Runde. Angelo, das soll ich Lenny sagen? Nee, sag Angelo. Angelo, wie geht's dir jetzt, was sagst du? Ja, ich bin glücklich. Guckst du dir an. Hast einen guten Griff getan. Ich habe einen guten Griff getan. Auf jeden Fall einen guten Griff getan. Ob ihr beide jetzt den allerbesten Griff gleich noch tun werdet, können wir entscheiden in der Partnerspielrunde. Seid bitte so lieb, kommt nach vorne als Pärchen und stellt euch als Pärchen immer Rücken an Rücken. Also Eva an Angelos Rücken, richtig? Und Shirin an Jos Rücken. Ich stelle euch jetzt 3 Fragen. Das ist das Spiel der Übereinstimmungen. Ich stelle euch 3 Fragen. Und ich möchte, dass ihr antwortet auf diese Fragen, indem ihr mir Zeichen gebt. Ja? Mit Daumen nach oben heißt ja und Daumen nach unten heißt nein. Je mehr Übereinstimmungen es pro Paar gibt, umso besser ist es. Dieses Paar hat dann gewonnen, den Hauptpreis, unsere Reise nach Fuerteventura. Mit TUI fliegt ihr dann dorthin zu zweit für eine Woche und was sich da alles noch ergibt. Wir werden es hoffentlich erfahren mit einer Postkarte, die ihr uns zusendet. Arabella und TUI Free World laden Sie ein zum Erlebnisurlaub zu zweit auf Fuerteventura, ungezwungen und fern vom grauen Alltag. Free World, schöne Ferien mal ganz anders. So, aber zuerst, ich würde sagen, die Rose musst du kurz mal vielleicht mir in die Hand drücken. Ich lege sie hier nach unten, damit das auch klappt mit dem Daumen nach oben oder nach unten. Meine erste Frage an die Pärchen ist, ich würde einen Seitensprung beichten. Shirin, ganz, ganz schnell. Alle würden beichten. Ob sie jetzt offen und ehrlich sind, wissen wir nicht. Aber sie würden auf jeden Fall beichten, haben sie jetzt gerade gesagt. Zweite Frage. Ich glaube an die große Liebe. Hey, also 2-2 steht es momentan. Alle glauben an die große Liebe. Wäre ja auch traurig, wenn es nicht so wäre jetzt gerade, wo sie ihr Herzblatt gefunden haben. Das heißt, eigentlich sollte die nächste Frage jetzt alles entscheiden. Entscheiden, welches der Pärchen nach Fuerteventura fliegt. Im Bett habe ich die Hosen an.
Shirin! Auf dich kommt es jetzt an. Auf dein Zeichen. Daumen nach oben, Daumen nach... Wieder Übereinstimmung, wobei bei euch beiden hat keiner die Hosen an. Das gibt mir dann zu denken, obwohl eigentlich funktioniert es ja dann besonders gut. Und bei Shirin und bei Jo haben beide die Hosen an, dann werdet ihr wahrscheinlich philosophische, dicke Bücher wälzen, aber weniger an euch herumspielen, weil das dürfte dann schwierig werden. So, das heißt aber, wir haben immer noch Übereinstimmung. Alle zwei Pärchen haben bei allen drei Fragen immer gemeinsam geantwortet. Und ich frage an dieser Stelle in die Regie, Olli. Dankeschön, das wollte ich eigentlich von dir hören. Also ich wollte nämlich jetzt sagen, ich bin mir wirklich sehr, sehr unsicher. Und bevor es jetzt wirklich peinlich und unangenehm wird, machen wir ganz einfach zwei Reisen draus. Für zwei Ware. Herzlichen Glückwunsch. Ja! Und da wird natürlich kräftig geschmust, wie sich das so gehört, für die Glücklichen. Jetzt anscheinend dann auch zu viert vielleicht sogar, die eine Woche auf Fuerteventura verbringen werden. Viel, viel Spaß dürfen wir euch dabei wünschen. Jetzt kann ich dir sagen, wir hatten eigentlich von Anfang an zwei Reisen vorgesehen. Wir wollten es nicht Spaß machen. Nein, nein, stimmt nicht. Das war jetzt gerade eine spontane Entscheidung, weil es hätte mir das Herz gebrochen, wenn ich jetzt einem Pärchen dann irgendwie da so eine Art Tritt hätte geben müssen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Deswegen haben wir spontan auf zwei Reisen erhöht und haben jetzt eigentlich wirklich Grund zu feiern gleich, bevor wir eigentlich noch zu zwei Preisen kommen. Die müssen wir dann auch eigentlich erhöhen. Das wären eigentlich die Trostpreise gewesen. Zwei Uhren, zwei ganz besondere Uhren des ProSiebenClubs. Ich weiß, Angelo. Und da sage ich einfach, da machen wir auch vier draus. Wir haben natürlich jetzt erstmal zwei. Ja? Darf ich nochmal den Vollstrecker jetzt in angenehmer Mission hier zu uns auf die Bühne bitten, um diese zwei Uhren erstmal und die Blumen zu überreichen? Endlich mal. Dankeschön, Markus. Es ist ja nett, dass du uns zum Ende der Sendung auch mal mit einem Lächeln noch hier verwöhnst, denn eigentlich ist er ein ganz, ganz lieber, ich weiß es. Wir sind natürlich jetzt nicht gut ausgerüstet, wir haben nur einen Blumenstrauß, den müssen sich die Damen teilen. Vielleicht nimmt den Jo mal, weil der in der Mitte steht. Dann haben wir auch nur einen Reisegutschein hier. Aber da könnt ihr schon mal gemeinsam drin stöbern. Immerhin werdet ihr alle vier nach Fuerteventura mit TUI fliegen. Und dann hier drinnen, yes, da ist die Uhr. Da gibt es auch erstmal nur eine. Aber ihr könnt euch schon mal an den, noch eine ausgezeichnet, an diesen Anblick gewöhnen. Da werden noch die anderen Modelle nachkommen. Vielleicht eine mal fürs Pärchen hier. Shirin, nimm du die mal. Und die andere gebe ich gleich hier an Angelo weiter, damit er auch was hat, womit er rumspielen kann. Na, hoffentlich, passt drauf auf. So, und jetzt gibt es definitiv was zum Feiern, weil beide Pärchen eigentlich heute bei uns gewonnen haben. Und deswegen darf ich zu guter Letzt zum Abschluss noch Martinique featuring Chrissy C. zu mir auf die Bühne bitten. Den ultimativen Sommerhit 1998, den kriegen wir jetzt hier zu Ohren und zum Besten gegeben. Bata Bata mit Namen, das Original war schon der absolute Traum. Und jetzt bin ich froh, dass es nochmal diesen super Song von Miriam Makeba neu aufgelegt gibt. Bitteschön!